Hallo Leute, herzlich willkommen zu The Legend of Zelda The Minish Cap von Mintex Part Teil 20. Und wir sind hier, wo wir stehen geblieben sind, natürlich. Und wir müssen hier runter und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, genau in diesem Moment habe ich keine Ahnung. Ja, hier bin ich ertrunken. Verdammt. Wow, wow. Ich habe jetzt echt überhaupt keine... Ja, der kann natürlich drüber springen. Mir fällt jetzt gerade in diesem Moment überhaupt nicht ein, wie ich da rüberkomme zu der Mühle. Ich bin total vorbereitet. Ich kenne das Spiel so grandios. Als Minish. Oh, ich bin... Ja, jetzt habe ich's. Oh, Fragmente fallen? Ja, nein. Okay. Oh, ich bin schon wieder so ungesprächig. Das ist unglaublich. Liegt aber gerade vielleicht daran, dass ich unter leichtem Zeitdruck stehe. Das interessiert aber hier niemanden, weil wir hier jetzt The Legend of Zelda spielen. Okay. Hier mal kurz als Mini-Minish rüber. Dann auch hier entlang. Und sich... Wollen wir da rein? Ich glaube, das bringt uns nichts. Oh, egal, wir tun es trotzdem. La la la, bla, kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an einem großen Wesen. Neben einem wilden Wasserfall ist der geheime Eingang zu dem Ort, an dem ein Schatz verborgen ist. Ist ein Werkzeug, das... Es soll ein Werkzeug sein, das dem Minish riesige Dinge schieben kann. Legende Haus von diesem Haus folgen. Ja. Anders gesagt, in diesem Moment war es völlig unnötig, ins Haus hinein spazieren zu müssen. Gut, wir wollen... Ich will doch noch nicht da hoch. Da oben ist etwas. Wird wahrscheinlich auch total sinnlos sein, da hinzugehen, aber... Oh, Fragmente fallen. Ja, aber ich habe wahrscheinlich das Fragment nicht. Wusste ich, Handwerkmeister ist ziemlich ungehobelt, aber er ist ein feiner Kerl. Ja, toll. Wir machen gerade sehr viele Dinge, die uns sehr produktiv weiterbringen. Keine Ahnung, worum ich erstens meine Deutschsprachkenntnisse mal wieder so fällig sind. Und ich vergesse noch, was ich sagen wollte. Ich zeige euch erstmal, was hier ist. Oh, ich sammle mysteriöse Muscheln. Man findet sie überall. Wenn du eine Muschel bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren. Ah, du hast eine mysteriöse Muschel mitgebracht. Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figurenlotterie teilnehmen. Hast du Lust? Ja. Ich zeige euch mal kurz, was das ist. Man kann Muscheln einsetzen. Ich kann jetzt höchstens nur eine Muschel einsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine neue Figur bekomme, beträgt 100%, weil ich noch keine habe. Wir ziehen hier an der Lotterie und bekommen hier ein Ei. Unter diesem Ei ist... Hier, das erinnert mich ein bisschen an Pokédex, ganz ehrlich. Oh, Prinzessin Zelda! Die fröhliche Prinzessin von Hyrule kennt Link schon sehr lange. Hooray! Herzlichen Glückwunsch! Ich lege die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal links. Wenn du das vor das Regal trittst, kannst du es jederzeit ansehen. Gut, aber wir wollen jetzt das zweite Buch holen. La la la, ich glaube da rein. Was ist? Hm, das Buch von der Bücherei? Oh, pardon. Nun gut, komm doch herein. Ich bin Blüm, der Minish-Forscher. Du meinst die Legende Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Vielleicht sind Mäuse in meinem Haus? Das muss hier irgendwo sein. Kannst du es vielleicht für mich finden? Ich muss weiter forschen. Ich kann das hier schieben, das weiß ich, aber... Ich bin... mir nicht sicher, aber ich glaube... Ja, Hund... ich sollte mal den Hund da wegbewegen. Wow, wow. Fragmente fallen? Nicht. Egal. Moment. Ich will Wasser. Ich habe eine Theorie. Ich habe nämlich aus dem Schornstein Rauch quillen sehen. Haha. Gut, so, jetzt kann ich baden gehen. Und mich, glaube ich, dem widmen, was ich eigentlich machen sollte. Und zwar... Oh, Fragmentwein. Warum wollen alle dieses Fragment? You.
oder du oder vielleicht du? Nein. Okay, komm. Wir verwandeln uns. Kurz können wir dahinter. Oh, Gott sei Dank. Wir wollen da hoch. Weil wir müssen jetzt hier lang. Okay, jetzt von diesem Haus überqueren wir erstmal. Ja. Ah, ich muss doch durch dieses Haus. Gut. Ich weiß nicht mehr wie, aber da. Oh, du willst unbedingt durch, dann viel Glück, pass auf dich auf. Von diesem Haus überquert man die große Brücke. Geht vorbei an den großen Wesen. Was die Katzen. Oh, ich schaff's nicht. Ich komm nicht vorwärts. Oh. Vorbei an diesen großen Statuen. Genannt Katzen. Geh da weg. Du tust mir weh. Ich weiß genau. Oder versuch's. Vorbei an einem riesigen Wasserfall. Wenn ein Geheimnis hole. Wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Dann wollen wir uns beide mal gleich den Schatz der Minisch holen. Uhu, kaputt, Mann, kaputt. Stirbt. Sind alle zum Sterben, verdammt. Muhahaha, ich bin so. Verdammt. Komm ich nicht ran. Egal, wir gehen hier durch. Und kaputt, kaputt. Na, ja, stirb, stirb, stirb. Hier brauche ich sehr offensichtlich das hier: den Wirbelstab. Das hat auch gut geklappt. Und. Ja, komm, ihr seid keine große Herausforderung. Einer tot. Aua. Zweiter. Nummer 3. Wow. Ich will das Herz. Und Nummer 4. Kommst du? Kommst du? Nummer 4. Dankeschön. Und wir bekommen Kraftarmband erhalten. Kleiner Mann. Große Kraft. Wir sind jetzt wie David und können es jetzt gegen Riesen aufnehmen. Wir können immer noch nicht schwimmen. Okay. Ja, ich will Pegasus-Stiefel, weil damit komme ich wenigstens hier ein bisschen schneller voran. Und auch nachher wieder, denke ich. Okay, jetzt können wir erstmal wieder zurückgehen und... Ah ja, du bist böse. Lauf vorbei. Na, ich gehe außen rum. Ne. Haha, ich bin so gut. Und jetzt gehen wir da durch. Und darunter wieder und den ganzen Weg zurück. Nur um dieses eine Buch zu erlangen. Weil wir das Buch brauchen. Okay. Also so kann man auch ein Spiel in die Länge ziehen, finde ich. Man schickt einfach den Spieler erstmal quer durch die halbe Welt, um ihn wieder zurückzuschicken, nur um ein unbedeutendes Buch zu holen. Man hätte das irgendwie nicht auslassen können, nein. Naja, ach. Aber so arg lang hat es ja, glaube ich, nicht gedauert. Gut, jetzt können wir... Okay, ich... Wenn man auch nicht vergisst, was man eigentlich machen sollte, dann wäre das auch von Vorteil. Gut, wir müssen wieder, doch wieder als Minisch daher. La, komm, und da weiter und da durch. So, und mit dem Kraftarmband der Minisch sind wir stark genug, um die Regale zu verschieben. Oh mein Gott, wir sind so mächtig. Und jetzt kommen wir auch da rein. Oh mein Gott. Okay, ich will jetzt aber das hier haben, weil hier ist eine Menge Staub. Lalala. Okay, kurz mit dem reden, weil mit dem wichtig und so. Ja. So. Ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft, das hilft mir auch nicht. Und noch einmal, wenn wir zu zweit da stehen. Oh, fast. Das heißt, wir brauchen noch einen dritten. Wen überreden wir dazu? Versuchen wir es mal mit uns selber. Ich glaube, hier wartet auch die Lösung. Hohoho. Ja, so ein Buch vertieft. Willst du was sagen? Danke, wir es sauber machen. Kein Staub mehr. Gut, Wir wollen uns erstmal duplizieren. Und los geht's. La. Oh, mein Duplikat kann fliegen. So, jetzt müssen wir hier. Und jetzt schmeißen wir das Buch unter. Und? Schaffen wir es noch? Ja, wir fliegen auch unter. Egal, aber das Buch ist unten. Können wir aber nicht verschieben. Egal. So, das wäre dann, wenn ich mich nicht irre, Buch Nummer 2.
womit uns dann nur noch ein drittes fehlen müsste. So, holen wir es uns erstmal. Oh, Rubine. Ich habe doch 500. Und ich lerne es nie. Jedes Mal an der Stelle ersaufe ich. Okay, und holen wir uns das Buch. Da steht's, die Legende der Minish. Gut, Buch Nummer 2 wäre damit abgeschlossen. Du willst mich immer noch nicht durchlassen, oder? Du weißt, du machst es mir nicht einfacher. Krieg ich dich irgendwie so weg? Nein. Ja, mit einer Bombe. Ups. Das ist gemein, eine Bombe. Ich bezweifle es. Ich bin so gemein. Ach, ich habe aber eine Idee. Bevor ich den ganzen Weg als Minish zurücklaufe, meist mit der Ocarina. Oh. Auf hätte ich aber auch früher kommen können. Hätte ich nicht so viel Zeit verschwendet. Zum Mitmalreisen. Ich bin immer noch in Hyrule, aber das ist egal. Ich bin da, wo ich hin wollte. Und weiter. Lala. Buch Nummer 2. Ah, das Buch kenne ich doch. Die Legende Minish. Lange überfällig. Hast du es mir etwa zurückgebracht, Link? Jubel! So, jetzt brauchen wir nur noch eins. Zuletzt wäre da noch alles über Masken. Der Bürgermeister Hager hat es ausgegeben. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt ein Buch nicht zurückgibt. Okay. Das ist einfach. Wir wissen, wo er wohnt. Lalalala. Oder? Wohnt er hier? Da höre ich mich gerade. Nein. Oh, was für ein nützloser Kauz. In diesem Zimmer stimmt bestimmt etwas nicht. Bla bla bla. Hus, hus, ich bin Hager, Bürgermeister Stadt. Wie bitte alles über Masken? Das soll ich hier ausgeliehen. Kann es sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht auch nicht. Erstmal Fragmente fein. Und. Ja, das haben wir sogar. Nein. Passt nicht. Okay. Die beiden Fragmente passen perfekt. Kling. La 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 la. Oh. Oh, da waren wir doch mal. Das hätten wir schon früher machen können. Aber es war rot. Kann sein, dass da ein Herzteil ist oder was Wichtiges. Naja. Okay. Danke. Ich will jetzt erstmal noch kurz da lang. Weil hier etwas sehr Interessantes ist. Oder? Ja, Glücksfragment halt. Gut, das kriegen wir noch nicht beiseite geschoben. Das machen wir irgendein andermal. Dann wieder zurück und lalalala bong. Oh, na, Rubin brauche ich sowieso nicht. Bong. Die andere Maske auch noch. So, jetzt kann ich mir den Wirbelstab holen. Oh mein Gott, das hätte ich nie erwartet, dass da ein Minish-Portal hängt. Okay, naja. Und hep, hep, hep. Irgendwie ist es auch langsam ein bisschen langweilig, wenn man das Spiel kennt. Aber ich finde es trotzdem genial. Was sagst du mir? Der Bürgermeister hat neulich ein Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen eines Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hat er das Buch nicht dabei. Wahrscheinlich ist es am Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne für dich in der Karte ein. Hier ist es. Bitteschön. Okay, oh, das kleine Haus am See ist relativ weit weg. Ja, für ein Minish. Na gut, dann. Das will ich aber noch machen. Runter, da lang, da lang, da lang. Hep. Aha. Und. Wir werden groß. Wuhu. Aber irgendwo, wo ich hier in der Nähe war, noch ein Herzteil, das weiß ich. Ah, hier, wenn ich als Minish da reingehe. Das hole ich mir kurz. Kriege ich das irgendwie? Ich bezweifle es. Kurz jedenfalls nicht. Oh, ich müsste da hier noch den ganzen Weg hochlaufen. Na, ich glaube, das tue ich mir jetzt nicht an. Und euch auch nicht. Hier müsste ich einen ganz weiten Weg laufen. Aber das kann ich kurz machen. Ich will da reinfallen. Juhu! Ich habe zwar keine Ahnung, was da ist, aber egal. Nichts für mich. Aber ein Herzteil wahrscheinlich. Nein, eine Kiste. La 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 la. Stiefel. Oh, Fragmente. Fragment fein. Das haben wir sogar. Passen perfekt. Kling. La 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 la. Und?
Ich war jetzt ganz ehrlich unsicher, ob ein stark... Was? Das ist in der Stadt? Okay. Ja, passen perfekt zusammen. Jetzt geschieht etwas Gutes. Ich war unsicher, ob da jetzt ein Gegner erscheint, also ein starker, oder dann doch eher ein... Ich habe den Namen vergessen. Ja, eine Schatzkiste. Ich hab's doch gerade eben gesagt. Gott, was ist mit mir los? Gut, gehen wir noch kurz zum Haus am See. Erinnert mich ein Lied von Peter Fox mit dem gleichen Namen zufälligerweise. Wie kommt es dazu? Oh, große Geldbörse halten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Oh, das war ein gut. Das war richtig gut. Das hilft mir sogar wirklich. Oh, jetzt habe ich 501 Rubine. Okay, wir gehen da lang und wir wollen da lang. Haus am See, wo bist du? Ich suche dich und Klotz. Ja, da ist einer versunken. Und da lang. Ich glaube, da komme ich anders hin. Ich will nur noch kurz rein. Egal, was es mich kostet. Ja. Ich habe ja jetzt keine 15 Minuten Beschränkung mehr. Kann ich mir... Verdammt. Kann ich mir ruhig leisten. Oh. Aber ich versuche schnell zu machen. Da muss ich jetzt nämlich erstmal ganz außen rum. Zack, zack, zack. Das hier schnell hoch. Das hätte ich aber auch schon letztes Mal den Stein zur Seite schieben können. Ich bin halt ein Held. Wie er im Buche steht. Not. Und wir fliegen kurz mal rüber. Ich find's geil, wie Ezelo sich als Fallschirm darbietet. Naja. Fallschirm. Ist das überhaupt das richtige Wort? Ja. Hä? Okay, dann war ich doch ein bisschen verwirrt. Dann hat's nicht... Naja, egal. Naja, ich gehe jetzt erstmal hier und ich glaube... Bist du das mit dem Buch? Willkommen, na, Petit auf Blauser ist hier kaum getrunken. Schon bist du fit? Nur zu. Nein, ist nicht... Karte. Okay, ich weiß momentan nicht, wie ich da hinkomme. Und darüber komme ich auch nicht hin. Okay, ich bin leicht verwirrt. Nur leicht. Das mache ich ein andermal jetzt kurz. Das mache ich danach. Darf ich nicht vergessen. Okay, a little bit verwirrt. Nur a little bit. Ich nehme nochmal die Ocarina des Windes. Weil ich möchte doch jetzt nochmal auf die andere Seite. Schön nah am Bildschirmrand gewesen, damit es schnell geht. Naja, zum Windmann reisen. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Was macht man da? Schwimmen können. Andernfalls bringt mir das nichts. Tingle ist nicht mein Bruder, warum helfe ich ihm dann? Vielleicht an dem Haus kann ich irgendwas rücken. Nein, geh schnell ins Haus, geh schnell ins Haus. Oder ich weiche einfach raus. Wow, wow. Ne, hier bringt es mir nichts. Vielleicht als Mensch komme ich hier auch nicht raus. Okay. Keine Ahnung. Naja. Mit dem Ertrinken eines... keine Ahnung, was das war. Verabschiede ich mich von dieser Folge. Von euch für diese Folge. Mein Name ist Tex, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiederhören.